Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mission Alternate. Street hat schon weitergemacht. Ich hoffe, ich spoilere da nichts. Oder nicht zu viel, sagen wir mal so. In der gestrigen Folge konntet ihr auf jeden Fall schon sehen bei Street, dass er mit der Bahn weitergemacht hat. Aber noch nicht, dass er hier angekommen ist. Er ist hier angekommen. Und zwar kommt hier die Bahn an. Da ist eine Strecke jetzt, da soll noch eine zweite daneben. Allerdings kommt er nicht so, wie wir uns das angeguckt hatten in der letzten Folge. Aber das macht nichts. Ist im Endeffekt egal. Sind halt mehr Tunnel auf der Strecke, gar kein Problem. Und er hat hier. Er hat hier von Gabriel einen Raum erwischt. Hier hatte Gabriel die diversen Orberries drin. Den hat Streets Tunnelbohrer voll erwischt. Aber ist egal, der Raum war eh leer. Ich vermute mal, die Koppelwand hier hat Speed reingesetzt. Ich weiß es nicht. Womit mich das hier eigentlich auf die Idee brachte, die Steine, die Gabriel hier benutzt hat, die könnte man eigentlich nutzen. Das Limestone. Oh. Aber die könnte man eigentlich nutzen, um die Tunnel so zu machen. Also zumindest den hier. Ob man die alle so macht, boah, müsste ich mal gucken, wie viel Limestone ich habe. Das ist auf jeden Fall geschisselter Limestone. Gefällt mir sehr gut für so einen Tunnel, muss ich sagen. Nicht schlecht. Wie viel habe ich denn davon? Muss mal gucken. Lime. Oh, 2K davon und 30K davon, wobei ich glaube, es ist der. Weiß ich nicht, welcher es ist, aber es dürfte. Also 30K reicht ganz locker. Also selbst 2K müsste reichen. Muss man mal gucken. Geht auf jeden Fall jetzt hier weiter und kommt hier bei den Schleimbäumen raus. Einen musste ich wegnieten, der war hier. Von hier an habe ich jetzt schon ein bisschen weitergemacht. Betonung auf ein bisschen, weil mein Problem mit dem Computer, ey, das ist irre. Das war wieder mehr als akut. Ich hoffe, ich habe es jetzt im Griff. Es ist Fakt, es ist mein Controller, mein Festplattencontroller. Was ja wiederum ein Onboard-Ding ist. Das heißt, ich kann das Ding nicht austauschen. Ich müsste das ganze Mainboard austauschen. Das lohnt sich nicht. Was heißt neuen Rechner, den ich sowieso haben will, was ich mir wiederum aktuell noch nicht leisten kann. Das wird noch ein paar Monate dauern. Von daher hoffe ich mal, dass das, was ich jetzt gemacht habe, funktioniert. Es scheint nämlich nur ein Port betroffen zu sein. So sieht es zumindest aus. Und an diesem einen Port habe ich jetzt mein DVD-ROM-Laufwerk, was ich sowieso nie brauche. Mal gucken, ey, das hat mich jede Menge Zeit gekostet. Ich sag euch, ey, dann lief es, dann lief es nicht, dann lief es, dann lief es nicht. Ätzend. Und als es dann lief und ich hier vorbereiten wollte weiter, dann hatte Windows bzw. Java die Idee, ey, ich habe dann Update, ne, soll ich das machen? Ich, blauäugig wie ich bin, jo, mach mal. Ich hatte ja gerade die Schnauze voll von dem ganzen Krempel hier, ne? Ja, habt ihr das Java-Update gemacht? Warum ist hier kein Baum? Warum bist du nicht gewachsen? Hä? Ja, wo ich nicht drauf geachtet habe. Wobei, selbst wenn ich drauf geachtet hätte, ich hätte nicht gewusst, was es für ein Problem dadurch ergibt. Jetzt ist Java 8 installiert. Der ein oder andere von euch weiß es vielleicht. Java 8 und gemoddetes Minecraft 1.6.4 und ich glaube sogar 1.7.1 noch. Ne. Das klappt nicht, weil es gibt in den alten Forge-Versionen einen Bug, der sich nicht mit Java 8 verträgt. Herzlichen Glückwunsch! Dann habe ich mal eben 4 Stunden gebraucht, um das Alternate-Pack wieder zum Laufen zu kriegen. Wer das Problem auch hat mit einem 1.6.4er-Pack, ich habe auf unserer Mission Alternate-Seite, wo die Mods aufgelistet sind, habe ich einen kleinen Mod noch eingefügt, der auch nicht einfach aufgelistet ist, sondern den man wirklich da runterladen kann. Den man einfach nur, ja, es ist ein Patch mehr oder weniger oder ein Hack,
Den fügt man einfach nur als Mod in sein 1.6.4er Modpack ein und der patcht dann das Forge so, dass es wieder funktioniert. Ja, der Spaß hat mich über 4 Stunden gedauert, bis ich das gefunden habe und naja. Dementsprechend, ja, da noch nichts passiert. Und ja, will ich auch jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich mit anfangen, weil wir noch was anderes. Ich habe mich heute wieder mit dem Computer rumgeärgert, wie bleibt. Ich habe ehrlich gesagt die Schnauze voll. Und ich habe hier nur so ein paar Sachen sortiert. Die habe ich jetzt mal in Stein, die ganzen Stained Clays und Chiseled Quarzblöcke, die habe ich jetzt mal in diese Kiste hier gepackt. Die können wir. Pop. Ja, danke. Die können wir, weil es eine Sturdy-Kiste ist, problemlos mit uns rumschleppen. Das Zeug möchte ich beim Bahnhof einsetzen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ne, ich möchte ja, ja, dass das auch einen Sinn hat, dass ich den Kram geklaut habe in den Dungeons. Außerdem habe ich Seared Stones hergestellt ohne Ende. Ist hier immer noch was drin? Ne, da habe ich voll übertrieben. Vor allem, weil das Tweet ja schon fertig ist, mehr oder weniger. Ja, das ist nicht viel, aber passt mal auf. Ich schicke das nur mal kurz rüber. Hab. So. Seared. 5K. Alles klar. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Aber egal. Auch noch vollkommen egal. Wo wir jetzt einfach mal eben, weil keine Vorbereitung und gar nichts und hast du nicht gesehen. Und die ganzen Probleme und so. Nochmal drauf zurückkommen, ist das AFK-Farmen. Warum hast du nicht gepfiffen? Und zwar, ja, dann wollte ich sowieso noch was zu sagen. Und da probieren wir jetzt einfach mal was aus. Da bin ich nämlich noch nicht zu gekommen. Ich habe von Martin P. den Tipp bekommen. Wir haben ja bei dem AFK-Farmen das Problem, dass wir da nicht stehen können. Auf längere Zeit, weil wir sonst schlicht und einfach verhungern. Und da habe ich den Tipp bekommen, die Healing Eggs. Falsch geschrieben? Ne, habe ich richtig geschrieben. Von Abilities. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste, damit kann man heilen und auch einen gewissen Schaden machen und so, das wusste ich. Aber guck mal hier. In addition, while the eggs is equipped, it slowly refills your hunger bar. Haha. Dieser Tipp kam, wie gesagt, von Martin P. Herzlichen Dank dafür. Ich werde es jetzt testen. Kann ich jetzt natürlich nicht live testen, aber ist egal. Jetzt ist das Ding natürlich Unstable Ingot. Ja, wissen wir, ist nicht gefährlich, ist nicht ungefährlich. Ich habe in meinem Technik Solo mal eine Möglichkeit gezeigt, wie man an die Unstable Ingots rankommt, dass sie stable sind. Und das war in meinem Solo auf Basis von GregTech, der in meinen Augen einen Bug reinbringt. Laut Aussage von Gregorius, aber das ist kein Bug, das ist eine logische Konsequenz und naja, ne? Sage ich jetzt nichts weiter zu. Verstärkt nur weiterhin meine Meinung über das, was er da so abgezogen hat. Ich weiß nicht, was er jetzt so abzieht. Lassen wir es. Es gibt auf jeden Fall noch eine offizielle Möglichkeit. 9, 18, 27 brauchen wir. Die ungefährlich herzustellen. Und das werden wir jetzt einfach mal machen. War das jetzt richtig? Ja, 27. Außerdem brauchen wir Gold Nuggets, auch 27. Habe ich das Siegel hier? Nein, habe ich natürlich nicht hier. Gut, dann warten wir nur ab, dass der Kram hier ist. Plack. Aber 2 Sticks könnten wir noch. Sticks. Plack. Ach, da sind doch sogar 2. Ja. Oder so waren sie jetzt so schnell da. Keine Ahnung.
Hopp, holen wir uns das Siegel. Das müsste ja hier drin sein. Aktiv, jawohl. Und das machen wir auch hier. Ich meine, Gebietsschaden haben wir ja festgestellt, macht das sowieso nicht. Zack, das ist halt eine sehr teure Variante, aber halt ungefährlich. Ich brauche jetzt 27 Diamanten für die drei Stable Ingots. Oh, ich habe nicht genug Platz in der Tasche. Ah. Ja komm, die werden ja jetzt nicht direkt despawnen, ne? So. Zack. Und das jetzt da rein. Denn 9 von diesen Nuggets, die wie gesagt stable sind, geben natürlich ein unstable Ingot. Jetzt steht da natürlich unstable, aber passiert nichts. Ja, das ist also eine Möglichkeit, die Dinger problemlos herzustellen. Jetzt mache ich das hier gerade ein bisschen ungeschickt, aber naja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hätte ich beinahe gesagt, im AE hätte machen können. Wir haben ja gar keine AE. Also über einen anderen Crafting Table. Normalerweise kann man die ja nur in einem Original Vanilla Crafting Table machen. Da ich jetzt hier einen Tinkers benutze, schätze ich mal, dass es auch diese stabilen sogar auf anderen Sachen geht. So, zack. 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 Healing X. Hey. Und jetzt gehen wir noch hin. Den da raus. Weil er füttert uns ja. Und können wir sicherheitshalber noch hier hinpacken, dann füttert er uns garantiert nicht mehr. Da tun wir mal ins Netzwerk. Und dann gehen wir mal in Nether. Stellen uns da ein bisschen AFK, was ich natürlich dann rausschneiden werde. Und schauen mal, ob ich den Spaß überlebe. Weil der Haken an der Geschichte ist ja, wir wissen ja nicht, wie es reagiert auf, wie heißt es denn jetzt? Dass wir hier unterschiedlich essen müssen. Nee, nicht Hunger Overhaul. Ja, zum einen Hunger Overhaul ist ja weniger Ernährungswert. Aber auch... ich komme jetzt nicht auf die Mod-Namen. Mann, bin ich dämlich. Wir haben ja halt diesen einen Mod drin, ihr wisst schon, welchen ich meine. Dass wir unterschiedlich essen müssen. Da wissen wir nicht, verträgt sich das damit? Das testen wir jetzt aus. Da rein. Hier habe ich auch nochmal minimal umgebaut. Warum liegt hier Rottenfleisch rum? Das spawnen sie schon. Hier sieht es jetzt so aus. Das war ja alles ein bisschen anders. Außerdem ist der Item Wealth da unten weg. Stattdessen ist da oben, also direkt hier hinter der Wand, da oben ein Vakuumhopper. Und es wird trotzdem nach wie vor das Zeug hier rüber geschickt. Hier ist noch eine Darkcraft. Das habe ich aber, glaube ich, gezeigt, oder? Dass hier die Kohle noch gedroppt wird, automatisch in Kohleblöcke umgewandelt wird. Und alles andere, alles, was hier jetzt nicht drin ist, wird auch vernichtet, wie gezeigt war. Und hier sind jetzt Hive Slabs, dass man an das Zeug besser rankommt, wegen den XP-Kügelchen. Ja, XP wird auch von dem Vakuumhopper normal aufgesogen, aber nur so viel wie reinpasst. Ja, da ich das nicht abziehen lasse, landen die weiterhin hier. Ja. Ja. Kürzen wir mal einen.
Ja, ich krieg die XP. Gut, jetzt stelle ich mich mal hier hin. Man sieht schon, ich habe sogar schon ein bisschen Hunger. Mal schauen, ob ich es überlebe, weil ich gehe jetzt einfach mal eine rauchen. Das dauert so 5 Minuten. Werde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Hast du nicht gesehen? Ich sehe jetzt einfach mal zu, dass hier 10 Minuten fehlen. Ich sage euch gleich genauer, wie lange ich weg war. Mal sehen, was passiert. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und alter Schwede, ich glaube mal, das klappt nicht. Was haben wir? 21.18 Uhr. Das heißt, ich bin weg gewesen 23 Minuten, 25 Minuten ungefähr. Ja, ziemlich genau 23 Minuten. Ich meine, ich wäre um 5 vor 9 wäre ich weggegangen. Ja, das heißt, halbe Stunde weg und du bist tot. Das ist natürlich schlecht. Sehr schlecht. Aber, Moment mal. Was steht denn da genau? Ich habe es ja gerade schon mal vorgelesen. In addition, while the eggs is equipped, it slowly refills your hunger bar. Equipped. Das kann natürlich bedeuten, dass ich das Ding in der Hand haben muss. Ha! Ha! Guckt an! Guckt! Okay. Ich würde sagen, dann funktioniert es doch. Jetzt habt ihr natürlich jetzt ein herrliches Standbild. Ne? Aber slowly? Also ich finde das nicht slowly. Habt ihr das jetzt gesehen? Alter Schwede. Nicht schlecht. Aber ich würde sagen, so kann ich hier auch eine Stunde stehen. Ne? So wie sich das jetzt wieder aufgefüllt hat. Wahnsinn. Sogar Saturation geht sogar auch weiter hoch. Das ist hart. Das ist schon ja, fast OP. Wenn man AFK AK steht. Jetzt ging es wieder ein bisschen zurück. Jetzt geht es wieder nach hoch. Alter. Okay, also da würde ich sagen, mit dieser Axt in der Hand braucht man sich keine Sorgen machen. So, was sagen denn unsere Mobs da? Holen wir mal. Holen wir mal das Schwert. Da konntet ihr jetzt übrigens den Nachteil sehen von dem Vakuumhopper, warum ich den zum Beispiel eigentlich nicht einsetzen wollte. Dann grundsätzlich möchte ich den nicht sowieso nicht mehr so gerne einsetzen. Aber jetzt, ne, ich habe einfach das Rottenfleisch weggeschmissen. Das wird von hier durch die Wände durch. Da oben in den Vakuum. Ne, nicht in den Vakuumhopper gezogen. Okay, es klebt da an der Decke. Komme ich dran? Ja, aber oft genug zieht es auch durch so Wände durch. Und dann wäre es weg. Im Fall von Rottenfleisch natürlich egal, aber sollte ich hier mein Schwert wegschmeißen, ist das natürlich scheiße, weil es wird nicht hier landen, sondern es wird vernichtet. Gut, hauen wir mal um, was hier steht. Oh. Ich behaupte mal, hätte ein bisschen mehr sein können. Aber, hallo. So, und zack. Ein bisschen was habe ich in die Tasche gekriegt, okay. Aber das ist ja kein Problem. Das schmeißen wir einfach wieder raus. Ja, klebt jetzt teilweise auch da oben unter der Decke. Okay. Stopp. Du auch. Dann gucken wir mal hier rein. 5? Waren da nicht vorher schon 5? Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Was ist das denn? 6? Wie viel waren hier vorher? Habe ich nicht drauf geachtet. Waren da überhaupt welche vorher? Das wäre keine so gute Ausbeute jetzt. Ach, da kommt noch. Da kommen Necrotic Bones. Ah, da kommt jetzt noch. Okay. Dauert ein bisschen. Ja gut, da wird wahrscheinlich der ganze Müll auch noch entsorgt. Und da kommt's. Ah, yeses. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, bei den Umbauarbeiten, die ich hier gemacht habe, habe ich am Ende 1,5 Stacks Köpfe gehabt.
Das kann ja jetzt nicht sein, ne? Hallo, wo willst denn du hin? Kommst du mal näher? So. 13. Und wer weiß, vielleicht kommen da jetzt sogar noch welche. Da, 14. Ja, für 20 Minuten weg. 14 Köpfe ist doch vollkommen okay. Und, ey, guckt euch meine Hungerleiste an. Das Problem ist gelöst, würde ich mal sagen. Also, wisst ihr, was ihr zu tun habt, wenn ihr eine AFK-Farm baut. Beziehungsweise AFK gehen wollt, ohne das so wie ich das normalerweise mache. Ja, hier beim Farmen natürlich nicht, aber wenn ich ansonsten AFK gehe, schalte ich auf Kreativ. Ja. Brauchen wir nicht. Wenn man sicher steht, dass man nicht umgehauen werden kann. Warum habe ich hier jetzt Bones drin? Habe ich die da reingeklickt? Habe ich bestimmt da reingeklickt, ne? Wupp. Nehmen die jetzt auch da oben. Ja, das ist halt das Problem Vakuumhopper. Deswegen wollte ich den eigentlich nicht nutzen. Zack. Ja, wunderbar. Nehmen wir das mal alles da raus. Was schießt du denn? Das Experiment ist auf jeden Fall geglückt. War schon wieder die falsche Taste. Die wollte ich doch nehmen. Schicken wir den Krempel mal nach Hause. Obwohl, den hätte ich jetzt auch in Nexus bringen können, ne? Habe ich wieder was, was ich hier in die Tasche machen mal sollte. Obwohl, das kann ich auch in die Tasche machen. Hier ist aber auch kein Platz. Haha. Verdammt, den muss ich mal reparieren hier. Ja, ich habe hier ein echtes Platzproblem in der Tasche. Kann man so nie anders sagen. Was habe ich hier eigentlich drin? Gar nichts. Okay. Dann tun wir da doch mal rein, was wir im normalerweise gar nicht brauchen. So. Die zwei Sachen. Zack. Kann die nämlich wieder da rein und die Healing Ex hier hin. Dann tun wir die zwei zusammen. So. Perfektus. Dich wieder rein, dich wieder rein, dich wieder hier raus. Und hier rein. Obwohl das die Healing Ex ja fast besser ist. Meine Fresse. Na komm, euch hauen wir jetzt einfach so. Ja, da kam wieder noch was. Wunderbar. Ja, und da kommen die nächsten. Das ist ja immer das Problem, wenn ich hier mal stehe. Irgendwie meine ich immer, ich müsste noch eine länger hier stehen. Da kommen die Kohle erstmal dran. Bringen wir die Köpfe neu in den Nexus. Und dann soll es das gewesen sein. Experiment geglückt und ja, jetzt muss ich nur noch das Glück haben, dass meine Maßnahmen hier am Rechner mich nicht mehr für Probleme, die Probleme behoben sind, so, wobei wirklich behoben sind sie auf gar keinen Fall, aber ne, sie müssen halt so lange funktionieren, bis ich hoch, Alter, ist es denn? Siegelfliegen, sag ich dann nur. So. Oh, da haben wir schon einiges verbraucht. Das hier ist mein letztes AFK-Farm, also beziehungsweise das Umbauen. Das war, der hier war ein ganzer Stack. Was fehlt da jetzt? 8, 12 Stück. 12 Stück. Ja, das heißt 3 Wizard. Ach ja, ne, 4 Wizard. Hier, 4 Herzen. Hahaha. Da sind 4 Herzen, 4 Wizard schon gespawnt worden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Ei, alt. So. Dann in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt mir gewogen, bleibt mir treu und bis zum nächsten Part. Ciao.